Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Heute wollen wir in die Tiefe gehen. Das heißt, wir wollen uns damit beschäftigen, wie wir die Entfernung von Objekten wahrnehmen können. Und das Ganze funktioniert natürlich so gut wie auch der Rest unserer Wahrnehmung, dass uns das gar nicht so bewusst wird. Aber es ist natürlich klar, dass Objekte, die weiter weg sind, auf unserer Netzhaut in der Abbildung einen kleineren Platz einnehmen. Und die Frage ist, wie unser visuelles System aus diesen Netzhautbildern die dreidimensionale richtige Größe der Objekte rausrechnet. Und das Problem entsteht natürlich dadurch, dass der uns umgebende dreidimensionale Raum in unserem Auge erstmal auf eine zweidimensionale Ebene abgebildet wird, nämlich der Netzhaut. Und in dem Netzhautbild ist genauso wie auf einem Foto von irgendeiner Szene die tiefen Informationen erstmal verloren. Alles ist flach und wie auf dem Foto gleich weit weg. Und aus diesem Bild muss unser visuelles System jetzt wieder die dreidimensionale Distanz der Objekte, die Tiefe und die richtigen Größen berechnen. Und dazu dienen viele verschiedene Tiefenhinweise. Es gibt eine riesige Menge davon. So, die funktionieren sowohl bei einem Auge oder mit zwei Augen oder wenn wir uns selber und unseren Kopf bewegen. Und die Distanz der Objekte ist natürlich sehr, sehr wichtig, aber die Größe dieser Objekte einschätzen zu können, ist vermutlich noch viel, viel wichtiger. Und diese Skalierung wird auch Größenkonstanz genannt. Das bezeichnet einfach die Fähigkeit unseres Sehsystems, die tatsächliche physikalische Größe der Objekte zu sehen und nicht die Größe des Netzhautbilds. Und das hat einem dann auch einfach zur Konsequenz, dass die Personen, die hier in der ersten Reihe vor mir sitzen, nicht wie Riesen aussehen und die, die in der letzten Reihe sitzen, wie Zwerge, sondern dass alle sozusagen die gleiche Größe zugewiesen werden kann. Wir wollen uns zuerst mal beschäftigen nochmal und uns ansehen, wie diese zweidimensionale Abbildung auf der Netzhaut vonstatten geht. Und für die heutige Vorlesung, da ist auch gar nicht so schlecht, falls Sie eventuell so eine Rot-Grün-Brille zur Hand haben. Es ist nicht essentiell, aber vielleicht doch ein bisschen schöner, wenn Sie hier auch sich ein paar von den Bildern und den Demos durch diese Brille ansehen können. Hier dieses Schema zeigt, wie die Abbildung auf der Netzhaut vonstatten geht. Wir haben hier eine Szene von einem Baum und einem Haus und der Punkt N, der näher ist, der ist auf dem Baum und der Punkt F, für fern, ist auf dem Haus. Und auf der Netzhaut entsteht dann ein umgekehrtes Bild. Umgekehrt spielt keine große Rolle, das haben wir schon gesehen. Aber wenn wir uns jetzt hier diese Punkte auf der Netzhaut ansehen, dann ist erstmal die Tiefe weg und wir müssen die wieder herstellen. Und diese einzelnen Punkte, F oder N, die beinhalten erstmal keine Information über die Distanz. Wir müssen andere Punkte mit einbeziehen. Also hier in dem Fall ist es relativ einfach. Wir haben das Objekt, den Baum, der verdeckt das Haus und daraus können wir schließen, dass die Punkte auf dem Baum näher an uns dran sind als die Punkte auf dem Haus, also dass der Punkt N näher an uns ist als wie der Punkt F. Das Problem ist, wenn man das ganz allgemein lösen will, leider mathematisch unlösbar. Ja? Man kann sich vorstellen, dass es zu jedem Objekt viele andere gibt, die genau das gleiche Netzhautbild erzeugen und daraus dieses Problem wird daraus praktisch unlösbar. Wenn Sie hier diesen Quader A ansehen, dann erzeugt er ein bestimmtes Bild auf der Netzhaut, aber das gleiche Bild auf der Netzhaut könnte erzeugt werden durch diesen sehr, sehr irregulären Körper, der noch dazu viel weiter weg ist und größer ist, oder eben einfach durch ein flaches Bild, auf den dieser Quader aufgezeichnet ist. Das heißt, eigentlich haben wir als Mathematiker haben wir hier jetzt eigentlich keine Möglichkeit, die,
das richtige dreidimensionale Bild wiederherzustellen. Aber es gibt eben viele Möglichkeiten, wie unser visuelles System das trotzdem schafft, und es schafft es sehr, sehr gut. Aber es gibt natürlich auch ein paar Fälle, wo das dann nicht ganz so gut klappt. Und einer dieser Fälle ist hier dargestellt. Das sieht schon ein bisschen seltsam aus. Wir haben hier einen Raum, das ist der sogenannte Ames-Raum, den ein Forscher namens Adelbert Ames sich ausgedacht hat. Und in dem Raum sind jetzt drei Personen. Und es sieht so aus, als ob die Person hier links ein Zwerg ist. Das ist so eine normale Person, und der ist ein bisschen zu groß geraten. Ja, der stößt schon mit dem Kopf an die Decke an. Und Sie können sich vermutlich schon überlegen, dass die Personen in Wirklichkeit nicht unterschiedlich groß sind. Aber was sieht eben, das sieht hier so aus, als ob die alle so ungefähr in der gleichen Entfernung von uns sind, und der Raum hat alle schöne rechte Winkel. Und wenn wir uns jetzt überlegen, wie sowas geschehen kann, dann ist es eben vermutlich so, dass die Größe des Netzhautbilds, die ist so, wie sie ist, aber wenn jetzt dieser Herr hier rechts näher, tatsächlich näher an uns dran ist, als dieser Herr links, dann würde es trotz gleicher Körpergröße zu unterschiedlichen Netzhautbildern kommen. Und genauso ist es hier in diesem Ames-Raum. Aber wie kann jetzt das passieren? Weil der Raum sieht ja nicht danach aus. Naja, das kann passieren dadurch, dass der Raum eigentlich gar nicht rechtwinklig ist, sondern der Raum, in dem Raum sind die Winkel und die Entfernungen sehr verzerrt. Und zwar genauso, dass wenn man hier durch das eine Guckloch durchguckt, von dem aus auch die Aufnahme entstand, die ich vorher gezeigt habe, dass es dann auch genauso gut ein rechtwinkliger Raum sein könnte. Das heißt, also wenn man hier eine Linie führt vom Guckloch zu dem Punkt R hier und die dann einfach fortsetzt, dann landet man hier in der Ecke eines sich gedachten virtuellen rechtwinkligen Raumes. Das heißt, die Person, die in dem Bild vorher so groß aussah, die steht in Wirklichkeit viel, viel näher zum Beobachter, und der Raum ist hier auch nicht so hoch, der ist viel, viel niedriger. Und wenn man den Raum eben durch durch dieses Guckloch sich ansieht, dann sieht es einfach so aus, als ob die gleich weit weg sind, der Raum rechtwinklig ist, aber die Person hier eben viel, viel größer. Falls Sie mal die Möglichkeit haben, sich so einen Ames-Raum anzusehen, dann kann ich Ihnen das nur allerwärmstens empfehlen. Das ist ganz, ganz toll. Sogar wenn eine Person, wenn Ihr Partner oder irgendeine andere Person, die Sie gut kennen, in diesem Raum drin steht, die wird trotzdem winzig klein oder winzig groß aussehen. Also man kann sich dieser Täuschung nicht erwehren. Es gibt in Deutschland in verschiedenen Wissenschaftsmuseen einige dieser Ames-Räume, aber falls Ihnen das zu weit ist, dann können Sie sich selber auch einen Ames-Raum basteln, so wie wir das hier gemacht haben, mit Playmobil-Figuren. Und wir werden jetzt einfach mit der Kamera mal reingucken, und dann können Sie hier auch sehen, wie der Blick dann hier in diesen Ames-Raum ist. Und da sieht man dann auch zwei Playmobil-Figuren, die eigentlich gleich groß sind, aber ganz, ganz unterschiedlich groß aussehen. Okay, das heißt, wir können jetzt heute einen Blick in diesen Ames-Raum werfen, in dem sich diese zwei gleich großen Playmobil-Figuren befinden. Wenn wir jetzt in den Ames-Raum sehen, durch dieses Fenster, dann können Sie feststellen, dass dann diese zwei Figuren ungefähr gleich groß aussehen, dass die sehr, sehr unterschiedlich groß aussehen, weil sie eben so aussehen, als ob sie in deutlich unterschiedlicher Distanz sich befinden. Und wenn da jemand durchs Fenster guckt, dann sieht es sehr nach einer Riesen aus. So sieht der Ames-Raum aus.
Also wir haben jetzt gesehen, dass im ähnlichen Raum die Winkel und Entfernungen so verzerrt sind, dass das Netzhautbild auch von einem zweidimensionalen rechtwinkligen Raum stammen könnte. Und wegen dieser unterschiedlichen Entfernungen ist die Größe auf der Netzhaut aber sehr unterschiedlich und daher sehen die verschiedenen Personen verschieden groß aus. Und der wichtige Punkt ist natürlich, dass die Beobachtung hier immer stationär ist und mit einem Auge. Ich zeige Ihnen noch ein paar weitere solche Beispiele, indem man sich durch Täuschungen der Distanz dazu verleiten kann, dass die Größe falsch wahrgenommen wird. Dieses Bild hier ist vor ungefähr 16 Jahren, 2004, bei einer Konferenz hier in Gießen aufgenommen worden, die wir veranstaltet haben. Das ist der Weg vom Hörsaal zur UB. Und was man hier sieht, sind zwei Kinder, die inzwischen auch schon viel, viel größer sind. Und ein winziger Professor, der auf diesem Stuhl sitzt. Dieser Stuhl, der heißt Böger-Stuhl nach dem Erfinder dieser Konstruktion. Und was der Stuhl macht, wenn man sich drauf sitzt, ist, der schrumpft einen zusammen. Okay, er schrumpft einen nicht wirklich, aber er lässt es so aussehen, als ob man geschrumpft ist. Und die Frage, die Sie sich jetzt vermutlich stellen werden, ist, okay, wo ist jetzt dieses Mal der Haken? Also oft, es ist ja ganz offensichtlich, dass also die Kinder stehen hier und der Stuhl steht auch auf der Höhe der Kinder. Und trotzdem sehe ich da so winzig aus. Wo ist jetzt der Trick bei diesem Stuhl? Der Trick bei diesem Stuhl ist, dass der Stuhl aus zwei Teilen besteht. Das heißt, die Beine des Stuhls, die stehen hier tatsächlich hier bei den zwei Kindern, aber die Stuhlplatte, die ist doppelt so weit weg und natürlich auch doppelt so groß und darum sehe ich da ein bisschen klein aus, wenn ich auf der riesigen Stuhlplatte sitze. Wir haben diesen Böger-Stuhl selber gebaut und die Werkstatt packt den auch hin und wieder aus und wir zeigen den und da sollten Sie sich unbedingt ansehen. Es gibt auch in Wetzlar an der Lahnbrücke einen Böger-Stuhl, der nachgebaut ist, aber die haben sich da nicht ganz so viel Mühe gegeben, um das ganz perfekt zu machen. Es ist vielleicht auch schwieriger, wenn der Stuhl ständig bei Wind und Wetter draußen steht, aber es ist trotzdem ganz nett, da mal reinzuschauen. Hier ist noch ein weiteres Beispiel. Das ist ein Straßenmaler, der Julian Beaver, der malt solche dreidimensionalen Gebilde praktisch auf das Pflaster. Und da gibt es ganz, ganz viele. Der Julian, das Tolle daran ist, also der arbeitet mehrere Stunden oder sogar Tage an einem Bild, bis er das dann fertig hat. Und dann regnet es mal kurz und dann ist das Bild wieder weg. Und man könnte sich zwar denken, okay, das ist zwar nett für die Leute, die sich das ansahen, aber der Künstler muss ja irgendwie leben, aber er malt inzwischen auch sehr, sehr viel für Firmen und malt praktisch Werbung auf das Pflaster. Ja, wie funktioniert das hier jetzt? Ja? Und das kann man sich auch überlegen, dass wenn ich auf der Netzhaut ein Bild generieren will, das dreidimensional aussieht, also so, dass der Fuß hier als ganz weit oben gesehen wird, also die Zehenspitze so ganz weit oben gesehen wird, dann muss einfach die Zehenspitze dorthin gemalt werden, wo praktisch die Verlängerung zwischen der Position des Beobachters und der virtuellen, der gedachten Zehenspitze ist. Und Sie können sich vorstellen, dass es hier ziemlich weit hinten ist. Und wenn wir das jetzt mal umdrehen, dann sieht man tatsächlich, dass das wahnsinnig weit hinten ist. Das hier ist der Julian Beaver, wie er da gerade was hinmalt. Also das ist erstaunlich, wie gut das funktioniert, aber es funktioniert natürlich auch nur von einem Standpunkt aus, von dem einen Guckloch. Wenn Sie sich jetzt wundern, warum ich Ihnen hier Bilder zeige von irgendwelchen Damen in Badeanzügen, dann hat es damit zu tun, dass das einzige Bild ist, das ich im Internet gefunden habe, für die es praktisch hier auch diese andere Ansicht gibt, die Auflösung.
Okay, jetzt haben wir gesehen, dass diese Abbildung des dreidimensionalen Raums auf die zweidimensionale Netzhaut eben zu Problemen führt und man kann die auch veranschaulichen und die ist nicht immer eindeutig. Aber was ich Ihnen jetzt zeigen will, ist, wie man eben trotzdem in unserem alltäglichen Leben meistens zu einer perfekten Lösung kommen und wie das visuelle System aus diesem Bild die 3D-Distanz der Objekte berechnen und welche Tiefenhinweise dazu benutzt werden. Und was Sie hier sehen, ist eine Übersicht über diese ganzen Tiefenhinweise. Und da sehen Sie schon, das sind ziemlich viele. Und weil es so viele sind und man die auch sehr schön abfragen kann, auch in Multiple-Choice-Fragen, ist es wirklich ein sehr beliebtes Thema für Klausurfragen. Die Tiefenhinweise lassen sich aufteilen erstmal in solche, die mit Bewegungen unserer Augen zu tun haben. Das heißt, Tiefenhinweise, die durch die Aktivität der Augenmuskeln benutzt werden können. Das sind die sogenannten okulomotorischen Tiefenhinweise. Daneben gibt es die visuellen Tiefenhinweise, die praktisch die Bilder, die auf der Netzhaut entstehen, benutzen. Und bei den visuellen Tiefenhinweisen gibt es die binokularen. Das sind die, die die Informationen aus beiden Augen kombinieren. Und das binokulare Tiefensehen ist auch die einzige Möglichkeit, wie wir wirklich auch den Mathematiker überzeugen können und uns die dreidimensionale Distanz, zumindest für Objekte, die nicht allzu weit weg sind, ganz exakt berechnen können. Wenn wir aber nur mit einem Auge gucken, dann können wir trotzdem noch die Tiefe ganz gut erkennen. Und das können wir machen, einmal indem wir die Bewegungsparallaxe benutzen und unseren Kopf und unseren Körper bewegen. Und zum anderen, indem wir statische Hinweisreize benutzen, die werden auch manchmal piktorielle Hinweisreize genannt, weil diese Hinweisreize uns genauso gut helfen, wenn wir uns ein Foto ansehen. Und die statischen Hinweise, die sind auch sehr, sehr wichtig und die allerwichtigsten davon sind die Verdeckung, das hatten wir schon gehabt bei dem Baum und dem Haus, die Größe und die Perspektive. Aber jetzt gucken wir uns erstmal die okulomotorischen an und da gibt es zwei, die Akkommodation und die Konvergenz. Und motorisch heißt einfach, dass es mit den Muskeln zu tun hat und die Konvergenz ist nun ganz einfach, die besagt ganz einfach, dass wenn wir uns nahe Objekte ansehen, dass dann die Augen konvergieren. Das heißt, die Stellung der Augen im Kopf ist so, dass die zueinander zeigen, eben auf das Objekt hin. Während wenn wir uns Objekte ansehen, die weit von uns weg sind, dann gucken die Augen parallel nach vorne. Das ist die Konvergenz. Und wir können praktisch so aus der Stellung der Augen, aus der Rotation der Augen erkennen, oder berechnen, wie weit die Objekte weg sind. Der zweite okulomotorische Hinweisreiz ist die sogenannte Akkommodation. Die gibt an, wie stark, wie die Brechkraft der Linse verändert werden muss, um ein scharfes Bild von einem Objekt auf der Netzhaut zu generieren. Das haben wir bei der Vorlesung über das Auge gesehen. Wenn Objekte näher dran sind, dann muss die Brechkraft erhöht werden, das heißt die Linse wird runder und wenn die Objekte weiter weg sind, dann wird die Linse auseinandergezogen und abgeflacht. Und aus diesen Muskeln, die die Linse praktisch auseinanderziehen, da aus der Aktivität von diesen Muskeln könnte man auch die Entfernung dann berechnen. Also das ganze Schema wird so aussehen, dass wir hier praktisch, hier haben wir jetzt ein Auge und je nachdem, wie die Akkommodation ist, können wir hier einfach die Spannung der Ziliarmuskeln ablesen und für die Konvergenz die Spannung der Muskeln, die die Augen in der Augenhöhle rotieren. Und aus diesen Messungen, aus den neuronalen Signalen, kann man dann auch tatsächlich die Distanz wieder berechnen. Da ergeben sich zwei Fragen. Ja. Erste Frage,
funktioniert das wirklich? Und da konnte man zeigen, dass wenn man Personen ganz im Dunklen ins Dunkle setzt und dann ihnen dann Objekte, leuchtende Objekte zeigt, dass sie dann auch bei einäugiger Betrachtung, also ohne dass andere Hinweisreize da wären, die Distanz gerade noch so eben einschätzen können. Das geht vor allen Dingen im Nahbereich, so bis zu 3 Meter. Aber es scheint prinzipiell zu gehen. Die zweite Frage ist natürlich, ist es nicht ein Henne- und Ei-Problem? Was ist zuerst da? Weil um die Akkommodation richtig einzustellen, um das Objekt scharf zu machen, muss ich ja eigentlich schon wissen, wie weit das Objekt entfernt ist. Und um die Augen zu konvergieren, muss ich eigentlich auch schon wissen, wie weit das Objekt entfernt ist. Das ist aber nicht ganz so. Ich kann zum Beispiel einfach dafür sorgen, dass die Augen so rotiert werden, dass in jedem Auge die Fovea auf das Objekt gerichtet ist. Und das kann ich unabhängig in beiden Augen machen und dann kann ich mir die Augenstellung ansehen. Und bei der Akkommodation ist es ganz ähnlich, dass da einfach die Akkommodation so lange verändert werden kann, bis das Bild scharf wird und ein scharfes Bild erreicht wird. Also diese Probleme kann man alle umgehen, aber es ist praktisch so, dass in unserem täglichen Leben die okulomotorischen Hinweise keine besonders große Rolle spielen. Und darum kommen wir jetzt auch gleich zu den visuellen Hinweisreizen. Und die visuellen, die sind eben wieder unterteilt in die monokularen, die monokularen statischen, heißen auch piktoriell, habe ich schon vorher gesagt, und die dynamischen, das ist hauptsächlich die Bewegungsparallaxe, also wenn wir unseren Kopf bewegen. Und wenn wir uns die monokularen angesehen haben, dann kommen wir zum binokularen Tiefensehen. Also jetzt gucken wir uns erstmal die statischen monokularen Hinweisreize an, die sogenannten piktoriellen Hinweisreize. Und ich zeige Ihnen hier einfach mal ein Beispiel, das aufzeigt, dass einfach schon die Verdeckung uns sehr gut Aufschluss geben kann über die Distanz von Objekten. Also wenn irgendwas verdeckt ist, dann ist es weiter hinten, wie Sie hier den Gläsern und der Vase sehen. Und hier, das ist ein bisschen seltsam, ja, hier sieht es eigentlich so aus, als ob das Objekt, als ob die Vase weiter hinten ist, aber sie verdeckt dann trotzdem das Glas. Da werden praktisch zwei solche Hinweisreize ein bisschen gegeneinander ausgespielt. Und man kann das allerdings wieder aufheben, diesen Widerspruch auflösen, indem man hier einen Schatten hinmalt, ja, der dann aufzeigt, dass die Vase tatsächlich sich vor dem Glas befindet. Das heißt also, in der Regel sind diese ganzen Hinweisreize konsistent und wirken zusammen. Und interessanterweise ist gerade erst in letzter Zeit, die letzten 15 Jahre so ungefähr oder 20 Jahre, die Bedeutung des Schattens noch mal so ganz, ganz deutlich herausgestellt worden und dass der eben eine sehr, sehr große Wirkung haben kann. Das sieht man hier an diesen drei gleich großen, absolut identischen gelben Scheiben und trotzdem wirkt es so, als ob diese Scheibe vor dieser ist und diese vor dieser, weil einfach durch den Schattenwurf man Informationen erhält, wie weit diese drei gelben Scheiben von dem weißen Hintergrund entfernt sind. Das Ganze lässt sich auch dynamisch machen, das hier aus einer Arbeit von Forschern und den Daniel Kirsten und Kollegen, die damals am Max-Planck-Institut in Tübingen durchgeführt wurde, in dem Büro neben dem meinem sozusagen. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend, wie einfach hier dieses grüne Quadrat vollkommen nichts tut, sondern das Einzige, was sich hier bewegt, ist der Schatten. Und trotzdem sieht es so aus, als ob dieses grüne Quadrat sich vom Hintergrund abhebt und dann wieder zurückgeht und hin und her geht. Es geht noch toller. Und das ist hier aufgezeigt. Was Sie hier oben sehen, ist irgendwie so ein Ball, der rollt diagonal von vorne links bis hinten rechts durch so eine Schachtel, so mit Karo-Muster. Ja. Und das ist ziemlich langweilig.
Also da passiert nichts, der Ball rollt halt hier hin und her. Aber wenn wir uns jetzt die gleiche Bewegung des Balles hier unten ansehen, und die Bewegung des Balles ist absolut identisch, Sie sehen, der Ball endet hier hinten an der gleichen Position, wo der Ball in dem oberen Video ist, aber es sieht trotzdem so aus, als ob der Ball sich auf magische Weise hier vom Boden erhebt und abhebt und das einzig und allein, weil der Schatten sich vom Ball löst und hier rüber geht. Und man glaubt dann einfach, dass der Ball auch nicht nach hinten sich bewegt, sondern hier vorne bleibt näher am Beobachter und dann einfach in die Luft aufsteigt, von ganz alleine. Und auch die Arbeit ist im Labor von Dan Kirsten entstanden, der im letzten Jahr hier bei uns die Kurt-Kofka-Medaille gewonnen hat oder wir ihm die verliehen haben für seine ganz, ganz tollen Leistungen. Und er kommt auch in der Vorlesung gleich mehrere Male vor. Und die Ball in the Box, die Arbeit, die hat er zusammen mit dem Pascal Mamassian gemacht, der vor 2 Jahren auch einen Preis der Humboldt-Stiftung errungen hat und seither mit uns ganz eng zusammen forscht. Aber jetzt kommen wir mal ein bisschen weg von den Schattenspielen. Die Frage ist ja auch, wie sieht es aus an einem regnerischen Tag, an so einem trüben Tag, wie es bei uns so häufig ist, gerade im November und Dezember. Und wenn Sie sich hier so umsehen auf diesem Bild, das ist das vom Mainufer in Frankfurt, dann sieht man, dass man hier eigentlich die Entfernungen und die Größen sehr gut einschätzen kann. Ja? Man sieht zum Beispiel auf dem Bild ohne große Probleme, dass diese Bäume alle die gleiche Größe haben und dass die Bäume hier hinten eben weiter weg sind. Und in dem Fall geht unser Wissen über die Größe dieser Bäume. Wir wissen, dass die Bäume in so einer Allee alle ungefähr gleich groß sind. Das geht mit ein und das kann eben dann benutzt werden, um die Distanz zu berechnen. Also es ist genau das Umgekehrte zu dem Fall, den ich vorher schon gesagt habe. Wir schätzen die Distanz ein und aus der Distanz können wir dann die Größe der Objekte berechnen. Wenn wir schon wissen, dass alle Objekte gleich groß sind, dann können wir daraus auch die Distanz uns erschließen. Ein anderer Hinweisreiz, der eine Rolle spielt, ist die Höhe im Blickfeld. Wenn Objekte weiter oben im Blickfeld sind, wie hier diese 3 Quader, dann sieht es so aus, als ob die, die weiter oben sind, auch weiter weg sind und die sehen dann auch größer aus. Also der Quader hier sieht größer aus als wie der hier hinten, obwohl die Netzhautgröße gleich ist. Wenn die Objekte über dem Horizont sind, dann ist es genau umgekehrt. Dann sehen die Objekte, die weiter oben sind, kleiner aus und die, die weiter unten sind, sehen größer aus, weil sie als weiter entfernt eingeschätzt werden. Das heißt, was näher am Horizont ist, sieht weiter weg aus. Wenn wir wissen, dass Objekte gleich groß sind, so wie diese 3 Tennisbälle hier, dann können wir auch diese bekannte Größe einschätzen, um die Distanz dieser Objekte zu berechnen. Und es ist nicht nur die relative Größe, so wie hier, dass einfach dieser Ball hier näher an uns dran ist, als der und der, sondern indem wir auch, wenn wir die Größe dieser Objekte wissen, dann können wir auch die absolute Distanz hier einschätzen. Und es hilft natürlich auch, dass wir ungefähr wissen, wie groß so eine Wolke ist oder wie groß sie normal aussehen. Hier ist noch ein Beispiel für die Bedeutung dieser bekannten Größe. Wir haben hier ein Foto von einem Angler, der den Fisch seines Lebens gefangen hat. Also der sieht riesengroß aus hier. Der sieht so groß aus wie der Mann hier. Aber wenn wir die Distanz hier ein bisschen korrigieren, die wahrgenommene Distanz korrigieren, dann sieht man, dass der hier dass die Entfernung die gleiche ist wie die der Hand und dann kann man einschätzen, dass der so ein ganz normaler kleiner Fisch ist,
der einfach hier viel, viel näher an uns dran ist und viel näher an uns dran ist als der Angler hier. Also diese bekannte Größe, gleiche Größe, das sind sehr, sehr wichtige Hinweisreize, um die Distanz von Objekten und damit dann auch ihre Größe einzuschätzen. Ein anderer ganz, ganz wichtiger Hinweisreiz, vielleicht sogar der wichtigste, ist die Perspektive, die lineare Perspektive, die besagt einfach, dass parallele Linien im Raum bei der Betrachtung, wenn man die auf eine zweidimensionale Ebene abbildet, dann sehen die so aus, als ob sie ganz weit in der Distanz konvergieren. Und das heißt, wenn wir dann Objekte haben, die ganz weit in der Distanz nah beieinander sind, dann sehen die einfach genauso groß aus wie Objekte, die hier ganz nah bei uns vielleicht weit auseinander sind. Die Perspektive ist ganz interessant, weil die wurde in die Malerei erst so ungefähr um 1400 eingeführt und Bilder, die vor dieser Einführung der Perspektive gemalt wurden, die sehen sehr, sehr seltsam aus und die räumliche Darstellung und die Größe, die wirken oft falsch und unnatürlich. Und hier wenn man so ein Gitter über die Welt legt, das hilft natürlich dann, um die Bilder perspektivisch richtig zu zeichnen. Das ist ganz ähnlich so wie in der Kindheit. Ich kann mich da noch aus irgendwelchen seltsamen Gründen sehr gut erinnern. Wenn man als Kind erstmal anfängt, irgendwelche Häuser zu zeichnen, dann malt man die einfach immer platt. Ja. Das sind dann so Quadrate mit einem Dach drauf. Und irgendwann hat man dann die Eingebung, dass man die auch so dreidimensional darstellen kann durch die Perspektive. Und dann ist das erstmal ganz, ganz toll. Also man soll die Perspektive also nicht als gegeben annehmen, genauso wie die Maler eben vor 1400 meistens eben die Perspektive nicht benutzt haben, muss man sie als Kind sich praktisch auch erst erarbeiten. Diese Konvergenz von der Linien ist hier dargestellt, also was man hier sieht, sind diese konvergenten Linien, dadurch entsteht ein Tiefeneindruck. Und es ist hier ganz einfach so, dass in B diese Linien tatsächlich physikalisch gleich lang sind, also physikalisch auf der zweidimensionalen Ebene, aber hier ungefähr in C sehen sie gleich lang aus. Das heißt, die Perspektive induziert Tiefe und was dann weiter weg ist, sieht bei gleicher Netzhautbildgröße größer aus. Es ist vollkommen klar, ich habe Ihnen das schon mehrfach erwähnt, ich sage es nochmal, weil es ganz, ganz wichtig ist. Es ist nicht die Aufgabe unseres visuellen Systems, die zweidimensionale Größe von Objekten auf der Netzhaut zu messen, sondern was unser Sehsystem erreichen muss, ist Rückschlüsse über die dreidimensionale Größe der Objekte in der Welt, die diese zweidimensionalen Netzhautbilder verursachen. Die Perspektive ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Hinweisreiz. Das hat man auch an dem Ames-Raum gesehen und kann auch überwiegen in dem Ames-Raum gegen die bekannte und die gleiche Größe. Ich zeige Ihnen hier einfach nochmal ein paar Beispiele, wie stark die Perspektive zu diesem tiefen Eindruck beiträgt. Hier, wenn man so eine Allee hat oder hier bei so einem Säulengang. Oder auch hier in so einem geschlossenen Raum. Ja? Also die Perspektive erzeugt einfach massiven, tiefen Eindruck. Der Texturgradient ist ein weiterer Faktor, aus dem wir uns die Tiefe erschließen können. Wenn man zum Beispiel eben diesen Weg ansieht mit lauter Steinen, dann wird die Texturen, also die Steine hier immer feiner mit zunehmender Distanz. Perspektivische Textur sagt einfach aus, dass wenn man so ein regelmäßiges Muster hat, dass man dann die Größe von den Objekten hier, von den Zylindern, sich erschließen kann, also ihrer relativen Größe zur Textur. Und wenn man dann dieses Objekt eben weiter nach vorne bringt, dann sieht das, also weiter nach vorne in dem gedachten dreidimensionalen Raum, dann sieht es deutlich kleiner aus.
Schattierung ist ein Hinweisreiz, mit dem haben wir uns auch schon beschäftigt. Und da ist es, das habe ich auch in der ersten Vorlesung schon gezeigt, wir nehmen, unser Sehsystem nimmt ja einfach an, dass die Beleuchtung von oben kommt und dadurch ergibt sich hier einfach so ein Gradient und wir interpretieren diesen Gradienten dann einfach als eine Vertiefung oder als eine Wölbung. Und wenn ich das jetzt umdrehe, dann sieht man sehr schön, dass sich dann auch die Wahrnehmungen umdrehen. Also die Annahme ist immer fest, dass die Beleuchtung von oben kommt und wenn ich das Bild zur Seite stelle, dann führt es zu ganz variablen Wahrnehmungseindrücken und die Wahrnehmung wechselt hier. Die Schattierung kann wirklich, vor allen Dingen wenn sie zusammenwirkt mit Perspektive und anderen tiefen Hinweisen, einen massiven Einfluss auf die tiefen Wahrnehmung haben. Und was Sie hier sehen, ist ein Bild, das mich absolut erstaunt hat, als ich das zuerst gesehen habe. Wenn man im Städelmuseum ins Obergeschoss geht und eine Treppe hochkommt, dann sieht man dieses Bild aus den Flemaler Tafeln, das 1428 gemalt wurde, also eigentlich lange bevor Perspektive eingeführt wurde. Und man hat hier durch die Schattierung einen extrem starken Eindruck, dass das hier einfach eine Skulptur ist. Und das wird verstärkt durch die Benutzung des Schattens hier und durch die Perspektive hier in diesem Gang hier. Und man muss hier wirklich, also so einen halben Meter vor das Bild hingehen und ganz genau schauen und dann merkt man, dass es eben nicht eine Skulptur ist. Also das ist ganz, ganz, ganz massiv und ich kann Ihnen nur empfehlen, dass Sie sich das mal ansehen. Bei der Wahrnehmung von Gesichtern, da also spielt die Schattierung und unser Wissen über die Gesichter zusammen. Diese Demonstration habe ich Ihnen auch schon gezeigt. Da wird einfach diese Gesichtsmaske virtuell am Computer rotiert und man sieht dann, dass man die Maske immer so wahrnimmt, als ob die Nase nach vorne zeigt. Aber weil man am Computer natürlich viel machen kann und ich Sie auch noch mit tatsächlichen Objekten überzeugen will, können wir uns jetzt auch mal eine richtige Maske von einem Charlie Chaplin ansehen, wie die rotiert. Ich zeige Ihnen das dann gleich mal. Um Ihnen die Wahrnehmung von Tiefe in diesen Gesichtsmasken zu illustrieren, habe ich hier dieses Mal auch eine richtige Maske mitgebracht von Charlie Chaplin. Und wenn man diese Maske von vorne sieht, dann ist natürlich vollkommen klar, dann nimmt man sie so wahr, wie sie ist. Das heißt also, die Nase zeigt hier nach vorne. Die interessante Frage ist, was passiert, wenn ich jetzt die Maske umdrehe, sodass die Nase nach hinten zeigt? Und was Sie feststellen werden, ist, dass sobald die Maske dann umspringt, es trotzdem wieder so aussieht, als ob die Nase nach vorne ist und ich kann hier wirklich reinzeigen in die Maske. Eine Runde drehen wir noch. Zu guter Letzt will ich noch auf einen piktoriellen Tiefenhinweis eingehen, der jetzt nicht so häufig zur Anwendung kommt. Das ist die sogenannte atmosphärische Perspektive. Und ich habe es zur Gewohnheit gemacht, in der Vorlesung immer zu sagen, dass die atmosphärische Perspektive unwichtig wäre. Aber scheinbar hat es den Effekt, dass das dann bei den Studierenden im Gedächtnis ganz, ganz tief und fest verhaftet bleibt. Also was die atmosphärische Perspektive besagt, und die ist natürlich wichtig eher für Objekte, die ganz, ganz weit weg sind, ist,
dass desto weiter Berge und so weiter weg sind, desto mehr Partikel sind in der Luft und desto niedriger wird der Kontrast von diesen Objekten im Bild und auch desto weniger gesättigt sind die Farben. Und man kriegt hier diesen sehr schön diesen Eindruck, dass hier so vorne und dann nimmt die Sättigung und der Kontrast ab. Das ist die atmosphärische Perspektive. Es geht aber nicht nur den Studenten so. Jedes Mal, wenn ich wandern gehe und mir die Umgebung ansehe, dann bewundere ich die atmosphärische Perspektive und mache dann gleich ein Foto. Ich habe jetzt schon ganz viele Fotos, das ist nur eines davon. Aber die atmosphärische Perspektive hat es auch ins Museum geschafft. Das hier ist auch ein Bild, das im Städel hängt. Das ist allerdings in der modernen Abteilung ganz unten. Und da sieht man einfach auch hier, dass der Kontrast von diesen Bäumen immer weiter abnimmt, desto weiter die weg sind in diesem Dunstschleier. Es ist überhaupt ganz interessant, als Wahrnehmungspsychologe durchs Museum zu gehen, ja, und sich einfach mal anzusehen, welche Wahrnehmungsphänomene die Künstler so nutzen. Und wenn man sich ganz alte Bilder ansieht, dann merkt man auch, dass die Künstler diese Phänomene zum Teil schon in ihren Bildern benutzt haben, bevor sie überhaupt in der Wissenschaft bekannt waren. Okay, jetzt haben wir also die statischen piktoriellen Hinweise. Die sind sehr, sehr wichtig, aber was auch noch sehr, sehr wichtig ist, ist die sogenannte Bewegungsparallaxe. Und die Bewegungsparallaxe, da sollten Sie sich vor allen Dingen merken, bei der Bewegungsparallaxe bewegt sich der Beobachter. Und was wir hier haben auf diesem Bild, dieses Bild zeigt ein Auge, das sich bewegt von hier nach da. Also ich bin mir vollkommen klar darüber, dass auf dieser Folie sehr leicht der Eindruck entstehen könnte, dass es zwei Augen sind, die hier irgendwie diese Objekte fixieren. Aber was hier gezeigt ist, hat natürlich mit monokularen Tiefenhinweisen zu tun und von daher müssen wir uns hier nur ein Auge ansehen. Und dieses eine Auge bewegt sich von hier nach da. Und das Beispiel, das in allen Lehrbüchern immer gegeben wird, ist, wenn man mit dem Zug fährt. Die Bewegungsparallaxe spielt aber auch eine Rolle, wenn man nicht mit dem Zug fährt, sondern wenn man einfach nur seinen Kopf hin und her bewegt. Was passiert jetzt bei der Bewegungsparallaxe? Ja, wenn man irgendein Objekt fixiert, dann ist es so, dass Objekte, die nicht fixierte Objekte, die weiter weg sind, so zum Beispiel das Objekt X, die bewegen sich auf der Netzhaut, also erst, X wird erstmal hier abgebildet und dann da und bewegt sich so ein klein bisschen über die Netzhaut. Aber das Objekt ist näher dran, das ist das Objekt Y, das bewegt sich viel, viel mehr. Ja. Hier ist es überhalb X und hier ist es unterhalb X, das heißt die zurückgelegte Distanz auf der Netzhaut ist viel, viel größer. Und aus dieser Netzhautbewegung kann man sich dann eben relativ erschließen, wie weit die Objekte ungefähr weg sein müssen. Eng verwandt mit der Bewegungsparallaxe ist das Aufdecken und Verdecken. Ja, Verdeckung ist ja schon ein statischer Hinweisreiz. Und wenn man natürlich sich systematisch bewegt, dann kann man natürlich sehr, sehr gut im Erkennen, wie stark sich die Objekte relativ zueinander verschieben und wieder aufgedeckt und verdeckt wird. Okay, jetzt haben wir die verschiedenen Tiefenhinweise, verschiedenen monokularen Tiefenhinweise gesehen. Die wichtigsten davon sind also die Verdeckung, die bekannte und gleiche Größe und die Perspektive. Also wir haben auch gesehen, die okulomotorischen, die sind weniger wichtig, die piktoriellen sind sehr, sehr wichtig. Damit kommen wir jetzt zum binokularen Tiefensehen. Und das ist sozusagen das richtige Tiefensehen. Das heißt, hier wird die Information aus beiden Augen kombiniert, um die Tiefe wirklich ganz eindeutig berechnen oder relativ eindeutig berechnen zu können. Das Prinzip
dahinter ist, dass das Bild, das vom linken Auge aufgenommen wird, ein bisschen anders ist als das Bild, das im rechten Auge entsteht. Das kann man sich ganz einfach überlegen, wenn man zwei Kameras hat, die nicht in der gleichen Position sind, sondern so 10, 12 Zentimeter voneinander verschoben, dann werden die ein bisschen unterschiedliche Bilder der Welt machen. Das heißt, die Objekte in diesen Bildern sind relativ zueinander verschoben. Diese Verschiebung wird Disparität genannt. Und aus dieser Disparität kann man sich im Prinzip durch die Stereopsis, kann man sich die Tiefe berechnen, und das führt dann zu dem tiefen Eindruck der Stereopsis. Dass die Bilder tatsächlich unterschiedlich sind im linken und rechten Auge, das können Sie sich sehr, sehr einfach verdeutlichen. Sie brauchen nur, Sie schließen Ihr rechtes Auge und setzen dann Ihre Finger so vors Gesicht, sodass Sie irgendein Objekt, zum Beispiel mein Gesicht, einrahmen. Und wenn Sie dann das rechte Auge öffnen und das linke schließen, dann werden Sie sehen, dass jetzt die Finger ganz woanders sind. Und das liegt einfach daran, dass die Bilder im linken und rechten Auge unterschiedlich sind. Und wenn Sie schon Ihre Finger hier haben, dann zeige ich Ihnen, das hat jetzt nicht viel mit dem Thema der Vorlesung zu tun, noch ein bisschen Partyunterhaltung, die sogenannte, und auf meiner Folie steht ja das Kommentar Wiener Würstchen, ne? Und da muss ich erstmal nachdenken, was ich damit gemeint habe. Wenn Sie jetzt vor, ungefähr so 20 cm vor Ihren Augen, die beiden Finger aneinander legen und dann ein Objekt fixieren, das in weiter Ferne ist, also mindestens 10 Meter weg, und dann fangen Sie an, die Finger ein bisschen auseinander zu ziehen, dann sieht es so aus, also Sie sollten dann sehen, dass zwischen Ihren Fingern jetzt irgendwie so ein fingerfarbenes Objekt schwebt. Und das sieht, könnte man auch als Wiener Würstchen bezeichnen. Wie das genau zustande kommt, das ist nicht ganz einfach zu erklären und das werde ich deswegen jetzt auch nicht machen, aber es sieht irgendwie ziemlich cool aus. Okay, wir waren aber dabei, dass die Bilder im linken und rechten Auge ein bisschen unterschiedlich sind. Und Sie sehen es auch hier in dem Bild, das in meinem Büro aufgenommen wurde, dass da einfach die Bilder ein bisschen verschoben sind. Ja, wenn Sie sich ansehen, mein Kopf zu der vertikalen Kante vom Bücherregal, da ist der Abstand hier größer als wie hier auf der Seite. Und solche Verschiebungen, die treten hier ganz, ganz häufig auch hier relativ zu dem Zylinder hier, ist einfach ein bisschen verschoben. Und also was passiert hier genau? Naja, die Objekte oder die Punkte in der Umwelt, die werden auf bestimmte Stellen der Netzhaut abgebildet. Und es gibt einen Punkt, der immer auf die gleiche Stelle in der Netzhaut abgebildet wird, das ist der Punkt, den wir fixieren. Der Punkt, den wir fixieren, der wird immer im linken und im rechten Auge auf die Fovea abgebildet, weil das die Stelle mit des schärfsten Sehens ist und darum wollen wir interessante Objekte auf die Fovea abbilden und darum fixieren wir diese Objekte. Korrespondierende Netzhautpunkte sind jetzt dadurch definiert, dass diese Projektionen auf der Netzhaut den gleichen Abstand zur Fovea haben. Ja, wenn wir hier die Fovea haben und dann der Punkt X im linken Auge eine bestimmte Distanz hat zur Fovea, dann ist der korrespondierende Punkt X' im rechten Auge der, der den gleichen Abstand zur Fovea aufweist. Und das gleiche mit Y und Y'. Und die Frage ist jetzt, gibt es in unserer Umwelt solche Punkte, die eben auf korrespondierenden Netzhautstellen abgebildet werden und eben keine solche Verschiebungen aufweisen? Wie könnte man sowas jetzt rausfinden? Naja, wenn man Mathematiker wäre, dann würde man sich irgendwelche Formeln aufschreiben und es dann einfach ausrechnen, welche Punkte auf korrespondierenden Netzhautstellen abgebildet werden. Als Psychologe wird man einfach alle möglichen Punkte ausprobieren und wenn man sowas macht und alle möglichen Punkte
ausprobiert, dann findet man, also hier ist wieder der Punkt F, der Punkt, der fixiert wird, der wird in die Fobie abgebildet. Und wenn ich dann so rumsuche in der Welt und dann einen anderen Punkt finde, der auf die korrespondierenden Netzhautstellen abgebildet wird, das heißt, im linken und im rechten Auge ist der Abstand zur Fovea gleich groß, dann, und das dann für ganz, ganz viele Punkte macht, dann finde ich, dass all diese Punkte, die auf korrespondierende Netzhautstellen fallen, auf einem Kreis fallen, der durch die Mitte der beiden Augen hier geht. Das heißt, es gibt solche Punkte, die sind auch systematisch, tauchen die auf in unserer Welt, nämlich auf diesem Kreis, und dieser Kreis, der wird Horopter genannt. Und interessant ist hier zum Beispiel, dass der Horopter ein Kreis ist, oder nicht, dass ein Kreis ist, aber dass ein Kreis ist, der durch die Augen geht. Das heißt, wenn Sie sich nämlich angucken, Punkte, die die gleiche Distanz haben, dann müsste das eigentlich eher so ein Halbkreis sein. Aber der Horopter ist ein Kreis, und es ist auch ungefähr so, dass Punkte, die auf dem Horopter sind, als ungefähr gleich weit entfernt aussehen. Jetzt wollen wir uns das Ganze noch mehr anhand von einem Beispiel anschauen. Hier sehen Sie ein paar Personen. Es könnte jetzt zum Beispiel ein Fußballtrainer sein, der sich die Spiele seiner Mannschaft anschaut, und der blickt jetzt gerade auf den Robert. Und was man hier sieht, ist, dass ausgehend von dem Trainer hier also zwei andere Personen, der Alfons und der Thomas, die liegen auf dem Horopter, und die sollten dann aus Sicht des Trainers auch gleich weit entfernt aussehen. Während der Joshua und der Manuel deutlich näher dran sind. Also irgendwelche Ähnlichkeiten mit real existierenden Fußballtrainern und Mannschaften ist hier rein zufällig. Wenn wir uns dieses Schema hier ansehen, ja, dann ist es tatsächlich so, also hier ist das Schema von vorher, hier ist, was passiert auf der Netzhaut. Die Größenverhältnisse hier in dem Bild sind natürlich falsch. Ja, ja, das ist hier vereinfacht. Ja. Aber wenn hier der Robert fixiert wird und auf dem Punkt R und R' abgebildet wird, was natürlich in beiden Fällen die Fovea ist, dann sieht man, dass hier der Thomas auf dem Punkt T und T' abgebildet wird. Und hier wirklich auch die gleiche Distanz zur Fovea bzw. zum Punkt R oder R' gegeben ist. Und das gleiche gilt für den Alfons hier auf der linken Seite. Das heißt also, die Objekte, die auf dem Horopter liegen, die werden als gleich weit entfernt wahrgenommen. Wenn wir jetzt uns Personen ansehen, die hier vorne liegen, also näher an dem Trainer dran, zum Beispiel der Manuel hier, dann sieht man, dass der Manuel hier in dem einen Auge praktisch auf die gleiche Stelle abgebildet wird wie der Thomas und auf dem anderen Auge auf die gleiche Stelle wie der Alfons, und hier die Verschiebung viel, viel größer ist. Und deshalb wird der Manuel dann auch als näher wahrgenommen. Und wenn man dann hier den Joshua noch mit dazu nimmt, dann sieht man hier, dass Objekte, die nicht auf dem Horopter liegen, die fallen auf nicht korrespondierende Netzhautstellen. Und je weiter die Objekte vom Fixationspunkt entfernt sind, desto weiter sind sie auf der Netzhaut verschoben. Und das Gehirn muss dann die korrespondierenden Objekte in den beiden Bildern sozusagen finden und zuordnen und kann dann daraus die Tiefe berechnen. Oder könnte die Tiefe berechnen. Die Frage ist natürlich, macht das Gehirn das? Und wenn wir uns in unserer natürlichen Umwelt bewegen, dann haben wir natürlich ganz, ganz vielfältige monokulare Tiefenhinweise. Das heißt, es besteht nicht, also wir müssten jetzt nicht unbedingt die binokulare Tiefeninformation benutzen. Die Frage ist aber einfach, benutzen wir das? Und wie können wir zeigen? Wir müssen irgendwie zeigen, dass wir die Tiefe sehen in einer Welt, in der es absolut keine monokularen Tiefenhinweise gibt. Und genau diese Welt hat
vor schon in den 60er Jahren ein ungarischer Forscher, Béla Júles, der in den USA tätig war, gefunden. Und die Welt heißt Zufallspunktstereogramm. Und was der Júles gemacht hat, ist, der hat einfach seinen Probanden diese Zufallspunktmuster gezeigt und hat dann geguckt, ob die Probanden darin dreidimensionale Tiefe sehen. Und wenn sie sich das ansehen, okay, dann werden sie sagen, okay, da sieht man keine Tiefe. Ja. Der Trick bei diesen Zufallspunktstereogrammen oder Random Dot Stereograms von Béla Júles ist der, dass einfach jetzt meinetwegen einem dieser Muster hier zufällig Einsen und Nullen zugeordnet werden und dann in dem zweiten Muster wird das gleiche Muster genommen, aber ein zentraler Bereich hier wird einfach ein bisschen verschoben. Das heißt, man hat jetzt hier eine Disparität, genauso wie sie eben normal bei den Abbildungen im linken und rechten Auge stattfindet. Und was man eben dann machen muss, ist, man muss ein Bild hier dem linken Auge darbieten und das andere dem rechten Auge. Und ich zeige Ihnen das Ganze natürlich deswegen, weil man in diesen Bildern tatsächlich sehr, sehr eindrücklich Tiefe sieht. Und um dieses Prinzip der Stereopsis noch ein bisschen zu veranschaulichen, habe ich Ihnen ein paar Beispiele mitgebracht. Und um die Bilder wirklich getrennt im linken und rechten Auge darbieten zu können, benutzen wir hier diese Brillen, die einfach für ein Auge die rötlichen Anteile rausfiltern und im anderen Auge die grünlichen Anteile. Und wenn Sie jetzt hier dieses Bild zum Beispiel sich ansehen, also der Rotfilter sollte auf dem linken Auge sitzen, dann können Sie hier nochmal ganz deutlich massiv erhöht die dreidimensionale Tiefe sehen im Vergleich zu der Betrachtung ohne diesen Filter. Und was Sie hier eben dann wahrnehmen, das ist die Stereopsis, das dreidimensionale Tiefensehen. Bei einigen von Ihnen wird jetzt vielleicht passieren, dass es gar nicht so viel anders aussieht als wie vorher. Solche Tiefensehschwächen kommen gar nicht so selten vor. Die werden normal, also werden auch bei den kinderärztlichen Untersuchungen schon getestet. Da hat man dann so ein Bild, wo eine Fliege dreidimensional erscheint. Da lässt sich das ganz gut überprüfen. Und natürlich in den 3D-Kinos wird das ganz massiv benutzt. Aber Sie sehen hier noch ein paar mehr Bilder. Das sieht sehr schön aus. Und das hier kommt schon ein bisschen dem Júles, dem Stereogramms näher. Was man hier sieht, ist einfach so zwei Flächen, die links und rechts sich vom Beobachter wegneigen. Und hier sollten Sie zwei Rechtecke sehen, eins davon näher an Ihnen dran, eins davon weiter weg. Wenn Sie jetzt die Brille umdrehen, dann ändert sich einfach die Tiefe, dann ist das linke weiter weg und das rechte näher dran. Hier ist noch mehr so ein normales Bild. Ist ja ganz interessant zu sehen, wenn Sie die Brille bei den normalen Bildern umgekehrt aufsetzen, dann entsteht nämlich ein Widerspruch zwischen den binokularen und den monokularen Hinweisreizen. Und dann setzen sich eben meistens die monokularen durch. Und hier ist das letzte Bild, das haben wir bei mir im Büro wieder aufgenommen. Okay, das heißt, was man hier ganz deutlich sehen kann, ist, also unser visuelles System benutzt diese Informationen der Disparität, um einen dreidimensionalen tiefen Eindruck zu erhalten. Und natürlich ist es so, dass diese dreidimensionale Tiefe dann irgendwo im Gehirn berechnet werden muss. Und wenn das berechnet werden muss, dann sollten sich auch im visuellen Kortex Neuronen finden, die diese Berechnung durchführen. Wie müssen jetzt die rezeptive Felder von solchen Neuronen aussehen? Die müssen diese Disparität signalisieren und das können sie, indem das rezeptive Feld, die Position des rezeptiven Felds im linken und rechten Auge relativ zueinander verschoben ist. Und verschoben ist hier einfach, die haben einen unterschiedlichen Abstand zur Fovea.
Das heißt, im linken Auge im gewissen Ab hier und dann im rechten Auge da. Also so ein bisschen wie bei der Bewegung. Und solche rezeptiven Felder wurden gefunden in Neuronen in vielen Bereichen, in V2, V3 und auch in verschiedenen anderen Arealen, hauptsächlich in der sogenannten dorsalen Bahn, die auch sehr, sehr wichtig ist, einfach für unsere Handlungssteuerung und für zum Beispiel für das Ergreifen von Objekten. Ja. In diesem Nahbereich, da sind diese Disparitäten relativ groß und da ist die 3D-Stereopsis auch sehr, sehr wichtig. Aber was Sie hier sehen, ist hier zum Beispiel ein Neuron, eine Zelle, die praktisch auf korrespondierende Netzhautstellen reagiert, wo das rezeptive Feld und im linken und im rechten Auge nicht verschoben ist und die meisten Neuronen, die wirklich auf beide Augen reagieren. Ja, es gibt auch monokulare Neuronen, die reagieren nur auf Reize in einem Auge, aber die binokularen, da ist es so, dass eben viele einfach nicht auf Disparität reagieren, aber es eben auch viele gibt, wo das rezeptive Feld von einem Auge dann verschoben ist und das dann die Tiefe wirklich tatsächlich signalisieren kann. Das heißt, es gibt die Stereopsis und die spielt auch eine wichtige Rolle. Allerdings, wenn man sich die Gewichtung dieser Tiefenhinweise ansieht, dann stellt man fest, dass die eben für unterschiedliche Bereiche, für unterschiedliche Distanzen und unterschiedliche Funktionen sehr, sehr wichtig sind. Also vor allen Dingen im Nahbereich, da spielt also die Disparität eine große Rolle, aber dann irgendwann, wenn es mehr als 30 Meter sind, dann sind einfach die Disparitätsunterschiede nicht mehr so groß und da hat es keinen großen Einfluss. Das sieht man auch sehr schön, wenn man sich so ein bisschen die Geschichte des 3D-Fernsehens ansieht. Die Geschichte des 3D-Fernsehens besteht darin, dass fast niemand einen 3D-Fernseher hat. Und ganz im Gegensatz zum Farbfernsehen. Also ich weiß noch, als Kind 1974, als die Fußballweltmeisterschaft in Deutschland war, da haben sich alle Leute Farbfernseher gekauft. Und das war natürlich auch ein riesiger Vorteil, weil man konnte zum ersten Mal richtig die Trikots von den Mannschaften gut unterscheiden. Vorher, da sah das alles immer grau, grau hier, grau da, also es war nicht so einfach. Und mit dem Farbfernseher, da ging das wunderbar. Und als dann die Technologie so weit war, dass man die 3D-Fernseher erzeugen konnte, dann haben sich alle gedacht, bei der Weltmeisterschaft in Südafrika, dass jetzt wäre der Zeitpunkt gekommen, um auch allen Leuten jetzt noch mehr neue Fernseher zu verkaufen, die dann 3D-Wahrnehmung auch unterstützen. Und man hat die Fußballspiele tatsächlich dann auch in 3D aufgenommen und übertragen, aber man hat dann eben festgestellt, was in den Wahrnehmungspsychologen wahrscheinlich vorher auch schon sehr gut sagen konnten, dass für die Distanzen der Fußballspieler, wenn die so eben über 30 Meter weit weg sind, die Disparität eigentlich überhaupt keine Rolle mehr spielt. Man wollte sich dann mit dem Trick behelfen, dass man einfach die Kameras weiter auseinandergestellt hat, sodass mehr Tiefe entstanden ist, aber das hat dann den Effekt, dass dann die Fußballspieler winzig klein aussehen und bei weitem nicht mehr wie große Helden. Also das hat einfach nicht so geklappt, weil einfach das dreidimensionale Tiefensehen, also das binokulare Tiefensehen vermutlich einfach für den Nahbereich sehr, sehr wichtig ist, aber nicht für die Szenen, die normalerweise eben am Fernsehen gezeigt werden. Nach diesem Abschweif mache ich noch einen weiteren Abschweif und zwar zu den Tieren. Es gibt, also natürlich haben auch andere Tiere binokulares Tiefensehen. Bei den Tieren kann man ganz gut unterscheiden, dass manche Tiere, da sind die Augen auch so frontal angeordnet wie bei uns Menschen, zum Beispiel bei dem Geparden hier, während bei anderen Tieren wie der Antilope oder bei einem Hasen die Augen eher an der Seite sind. Und man kann sich relativ einfach veranschaulichen, warum jetzt das Vorteile hat. Ja? Die Antilope und der Hase, die haben nicht viel Tiefensehen,
Aber dadurch, dass die Augen an der Seite sind, haben die ein Gesichtsfeld, das fast 360 Grad groß ist. Ja? Die können überall ihre potenziell ihre Feinde sehen. Die Antilope sieht den Geparden, auch wenn der sich von der Seite hinten annähert. Für den Geparden, der braucht kein so großes Gesichtsfeld. Da kommt niemand, der den von hinten jetzt irgendwie jagt. Aber für den Geparden ist, wenn die Antilope verfolgt und im vollen Lauf ist, da ist es sehr, sehr wichtig, das einschätzen zu können, wie weit die Antilope jetzt weg ist und ob er jetzt irgendwie zum Sprung ansetzen soll oder nicht. Und dafür ist es binokulare Tiefensehen ihm sehr gut geeignet und darum hat der Gepard es vermutlich. Das Tiefensehen untersuchen bei Tieren, das ist ja auch nicht so einfach, den kann man nicht einfach irgendwie so Brillen vor die Augen setzen, aber es lässt sich ganz gut untersuchen, zum Beispiel, indem man den Verhaltensaufgaben gibt. Ja? Indem man zum Beispiel, man kann Frösche untersuchen und man stellt die vor Gräben, die unterschiedlich breit sind, und guckt sich dann an, wie der Frosch die Flugbahn plant. Also hier ist sie relativ flach, weil das Ziel relativ nah ist. Hier ist es deutlich steiler, weil das Ziel weiter weg ist. Das heißt, man kann bei Tieren dann einfach einschätzen, wie die Distanzwahrnehmung aufgrund von dessen, wie sie eben über solche Gräben springen. Oder man kann einfach auch gucken, ob die Tiere überhaupt solche Distanzen sich zutrauen. Ja? Das hier ist meine Nachbarskatze. Und ich habe geglaubt, die Katze kann doch nicht ernsthaft denken, dass sie auf dieses Garagendach springen kann. Das ist über 2 Meter hoch. Aber die Katze kann es und hat es auch richtig eingeschätzt. Ohne tiefen Wahrnehmung, ohne binokulares Tiefensehen hätte sie den Sprung wahrscheinlich gar nicht gewagt. Okay, also um das Tiefensehen zusammenzufassen. Der uns umgebende dreidimensionale Raum wird auf die zweidimensionale Netzhaut abgebildet und das visuelle System muss daraus die dreidimensionale Distanz der Objekte berechnen. Und dazu dienen die verschiedenen Tiefenhinweise. Und um jetzt die Größe von Objekten auch richtig einzuschätzen, kann diese wahrgenommene Distanz benutzt werden, um die Größe, um die Netzhautgröße der Bilder zu skalieren. Und diese Fähigkeit wird als Größenkonstanz bezeichnet und die werden wir uns jetzt in der verbleibenden Zeit der Vorlesung ansehen. Was hier nochmal aufgezeigt wird, ist einfach, wie sich die Größe von Objekten auf der Netzhaut, die Abbildung der Objekte auf der Netzhaut ändert, wenn die Distanz verändert wird. Wenn wir hier die Distanz verdoppeln, dann halbiert sich die Netzhautbildgröße. Das heißt, die Größenkonstanz muss jetzt einfach dafür sorgen, dass die Objekte nicht immer kleiner aussehen, wenn sie von uns weggehen. Und die Wahrnehmung der Entfernung ist einfach Grundlage der Größenkonstanz, die es uns erlaubt, die Größe von Objekten unabhängig von der Entfernung einzuschätzen. Objekte, die kleiner werden, wenn sie näher kommen, gibt es nur bei der Augsburger Puppenkiste, der Riese, Turtur, der Scheinriese. Wenn Sie das nicht kennen, sollten Sie es auch unbedingt ansehen. Wie kann man jetzt die Größenkonstanz untersuchen, experimentell? Das wurde schon 1941 gemacht. Das ist eine der absolut klassischen Arbeiten der Wahrnehmungspsychologie von zwei amerikanischen Forschern namens Holloway und Boring. Der Herr Boring, der heißt nur so, der hat ganz, ganz tolle und aufregende Sachen gemacht. Das Experiment, das hier gemacht wurde, ist, dass ein Beobachter wird einfach an so eine Ecke hier im Flur gesetzt. Und das war der Flur von dem Psychology Building und der Universität, wo Holloway und Boring tätig waren. Und das war ein ziemlich langer Flur, der war über 30 Meter lang, aber da haben natürlich viele Leute gearbeitet.
Und denen konnte man nicht einfach die Türen zusperren, damit die während dem Experiment nicht durchs Bild liefen. Und darum wurden die Experimente, das ist ganz schön beschrieben in dem Artikel, alle nach Mitternacht durchgeführt. Also die Psychologen haben hier Mitternacht abgewartet und wenn dann die Glocke geläutet hat, dann haben sie sich versammelt und haben dann Messungen gemacht und da sind einige der sehr eminente Wahrnehmungsforscher dabei, die da schon als Versuchsperson dabei waren. Der Beobachter sitzt also hier und dem Beobachter werden verschiedene Kreisscheiben gezeigt in unterschiedlicher Entfernung. Das sind die sogenannten Testkreisscheiben. Und was die gemeinsam haben, ist, dass sie alle den gleichen Sehwinkel auf der Netzhaut einnehmen, 1 Grad. Die Vergleichsscheibe, die kann vom Beobachter adjustiert werden. Und die Aufgabe des Beobachters ist jetzt einfach, diese Vergleichsscheibe so einzustellen, die ist in einer festen Entfernung, das sind ungefähr 3 Meter, dass sie genauso groß aussieht wie die Kreisscheibe hier in unterschiedlichen Entfernungen. Okay, das heißt, wenn jetzt die Beobachter die tatsächliche Größe der Objekte wahrnehmen, ja, dann sollten sie das große Objekt hier, das weit weg ist, hier größer einstellen, als das kleine Objekt, das nah dran ist. Wenn die Beobachter keine Größenkonstanz haben und nur die Netzhautgröße einstellen, dann sollten sie hier immer die Vergleichskreisscheibe gleich einstellen. Hier ist nochmal dargestellt, wie das ungefähr aussah. Ja, hier ist die Vergleichsscheibe, deren Größe verändert werden kann. Und die Testscheiben, die sind einfach unterschiedlich weit weg vom Beobachter. Hier sind die Daten dargestellt. Das ist so ein bisschen kompliziert, dass hier die erste Zahl hier, die gibt die Distanz der Objekte von der Versuchsperson an. Also 3 Meter, 15 Meter, 30 Meter. Und die zweite Zahl in Klammern, die gibt die Größe der Objekte an. Ja, und das sind hier 25 cm, hier 50 cm. Das ist einfach, wenn das Objekt doppelt so weit weg ist, 30 Meter statt 15 Meter, dann muss es auch doppelt so groß sein. Und hier ist die Größe der Vergleichsscheibe aufgetragen auf der Y-Achse. Und wenn jetzt der Beobachter Größenkonstanz aufweist, dann wird die Scheibe immer in der richtigen Größe eingestellt und die Punkte würden dann hier auf dieser gestrichelten Linie liegen. Und als Holbein und Bohring das Experiment zuerst gemacht haben, wo die Beobachter hier einfach im Flur saßen, dann haben sie auch gefunden, dass die tatsächlich praktisch perfekt größenkonstant waren. Und wenn die Beobachter dann eine Augenklappe auf ein Auge gekriegt haben, dann waren sie immer noch ziemlich perfekt größenkonstant. Aber wenn sie dann die Szene durch eine kleine Lochblende gesehen haben oder wenn dann die Wände auch noch abgedeckt waren, dann ging die Größenkonstanz praktisch verloren und sie haben ja nicht ganz den Sehwinkel eingestellt, aber so annähernd. Ja. Und das heißt einfach, dass in unserer natürlichen Umgebung, wenn viele Hinweisreize gegeben sind, wir durchaus perfekte Größenkonstanz aufweisen. Wenn man dann aber Hinweisreize wegnimmt, dann kann es dazu kommen, dass man eben dann, dass die Größenkonstanz dann verloren geht. Ein Aspekt, der auch den Bezug zwischen Größe und wahrgenommene Distanz sehr schön aufzeigt. Das ist ein Experiment von Emil Emmer, das schon 1881 durchgeführt wurde. Und was der Herr Emmer gemacht hat, der hat Nachbilder auf der Netzhaut der Beobachter erzeugt. Das hört sich jetzt kompliziert an, aber man muss dann nur einfach ungefähr 30 Sekunden lang diesen schwarzen Kreis anstieren und wenn man das dann lange genug macht, so nach 30 Sekunden, wenn Sie dann sich vielleicht ein weißes Blatt Papier zurechtlegen neben Ihrem Bildschirm, und wenn Sie dann nach 30 Sekunden auf dieses weiße Blatt Papier schauen, dann werden Sie feststellen, dass Sie dann ein Nachbild sehen und es sieht ungefähr genauso groß aus wie auf Ihrem Computerschirm. Und wenn Sie dann noch mehr am Computerschirm
gucken und ein bisschen nachadaptieren und dann aber nicht auf das Blatt Papier gucken, sondern auf eine weiße Wand, dann stellen Sie fest, dass das Nachbild auf der weißen Wand jetzt viel, viel größer aussieht. Und der Herr Emmert hat das systematisch untersucht und hat daraus das sogenannte Emmertsche Gesetz abgeleitet. Gesetze gibt es in der Psychologie nicht so viele, aber das ist ein sehr, sehr schönes. Und das Emmertsche Gesetz besagt einfach, dass die wahrgenommene Größe gegeben ist durch das Produkt aus der Größe der Netzhautabbildung mit der wahrgenommenen Distanz, skaliert mit der Konstanten. Ja. Also GW ist die wahrgenommene Größe, GN die Größe des Netzhautbilds und DW die wahrgenommene Distanz. Und wenn ich jetzt eben auf das Papier gucke, dann ist die wahrgenommene Distanz ungefähr 30 cm und dann kriege ich eben eine bestimmte wahrgenommene Größe. Wenn ich die wahrgenommene Distanz, wenn ich jetzt zur Wand gucke, dann sind es 4-5 Meter und dann wird natürlich die wahrgenommene Größe auch höher. Das heißt also, die scheinbare Objektgröße ist proportional zur Fixationsentfernung. Wobei Fixationsentfernung schon fast wieder falsch ist, es ist wirklich die wahrgenommene Entfernung. Und wenn man die Entfernung falsch einschätzt, dann kommt es auch zu falschen Größeneinschätzungen. Und dass es die wahrgenommene Entfernung ist, das sieht man auch sehr schön an dem Ames-Raum. Ja? Also die Netzhautbildgrößen sind bei den Personen links und rechts ungefähr gleich, aber die wahrgenommene Distanz ist unterschiedlich und die geht dann in das Emmertsche-Gesetz ein. Hier das Beispiel haben wir auch schon gesehen in der früheren Vorlesung. Die Netzhautbildgröße dieser beiden Linien ist identisch. Die wahrgenommene Distanz ist hier allerdings größer als hier bei dem unteren Reiz. Und wenn hier die wahrgenommene Distanz größer ist, dann ist auch die wahrgenommene Größe größer, weil im wahrgenommene Distanz und wahrgenommene Größe proportional sind. Es gibt noch ein weiteres Beispiel, das vielleicht einigen von Ihnen schon begegnet ist, das sich mit dem Emmertschen Gesetz sehr gut erklären lässt. Und das ist die sogenannte Mondtäuschung. Und die Mondtäuschung besagt, dass der Mond kleiner erscheint, wenn er hoch am Himmel steht, also wenn er am Horizont steht, vor allen Dingen, wenn er dann irgendwie von Bäumen, Bergen oder Wolken so ein bisschen verdeckt wird. Und wie kann sowas jetzt zustande kommen? Ja, okay, man kann sich schon überlegen. Also erstmal würde man meinen Kollegen aus der Physik vielleicht befragen, ob die Distanz des Mondes da tatsächlich konstant ist, aber die ist immer so ungefähr 384.000 Kilometer, die ändert sich nicht, ganz egal, ob er am Horizont steht oder am Zenit. Was muss passieren, damit der Mond größer aussieht, wenn er am Horizont steht? Naja, er muss irgendwie weiter weg aussehen. Ja? Und das heißt, dass für Zwecke der Wahrnehmungspsychologie das Firmament hier so abgeflacht sein muss oder nicht sein muss, sondern abgeflacht wahrgenommen wird. Die Distanz hier zum Horizont wird als größer wahrgenommen als die Distanz hier am Zenit. Und das ist natürlich ein bisschen komisch, weil also am Horizont hat man ja Hinweisreize noch. Ja? Die Objekte, die den Mond verdecken, die Berge und so weiter, deren Entfernung kann man noch einigermaßen gut einschätzen. Wenn man aber praktisch hochguckt zum Himmel, dann steht der Mond da ganz alleine, ohne irgendeine Möglichkeit, die Distanz einzuschätzen. Und die Distanz 384.000 Kilometer, die gibt es für unser Wahrnehmungssystem nicht. Das heißt, was dann unser Wahrnehmungssystem macht, ist irgendeine Default-Entfernung sozusagen zu benutzen. Und interessanterweise ist diese Default-Entfernung eben kleiner als die Entfernung, die wir einschätzen, wenn der Mond am Horizont steht. Und das wurde tatsächlich überprüft von
von vielen Forschern. Und es wurde tatsächlich gefunden, dass die wahrgenommene Distanz anders eingeschätzt wird, wenn der Mond am Horizont ist, also wenn er am Zenit ist, und dass das dann mit den unterschiedlichen Einschätzungen der Größe einhergeht. Okay, das heißt, zusammenfassend, also was wir gesehen haben, war, dass das große Problem ist, dass die dreidimensionale Information über die dreidimensionale Distanz eigentlich verloren geht, zumindest zum Teil, wenn man es ansieht auf die Abbildung in einem Auge. Aber aus diesen Netzabbildern berechnet das visuelle System der dreidimensionalen, berechnet das System die dreidimensionale Distanz der Objekte und errechnet dann auch die Größe der Objekte, und dazu dienen diese ganzen Tiefenhinweise, und das funktioniert eigentlich ziemlich gut die meiste Zeit, bis auf die paar Beispiele, die ich Ihnen gezeigt habe. Und das war es dann für heute. Vielen, vielen Dank.